Ja, der Grad des Hadith ist Sahih. Jami al-Tirmidhi, Band 5, Buch 41, Hadith 2837. Und hier heißt es, that Abu Huraira conveyed to him that the Prophet said, the most despicable Ahna name to Allah on the day of judgment is that of a man named King of Kings. Also der grauenhafteste Name am Tag des jüngsten Gerichts wird der eines Mannes sein, der sich König der Könige nennt. Was habe ich euch gerade eben gezeigt? Wer ist König der Könige? Guck mal her. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ja, das ist der Herr Jesus. Allah weiß, dass der Herr Jesus Christus Gott der Allmächtige ist. Deswegen hasst er auch Jesus Christus. Euch Muslimen ist gar nicht bewusst, was ihr da, in was für eine Religion ihr da hineingeboren worden seid. Ja, es liegt an euch, da schnell wie möglich einen Ausweg zu finden und euch in Richtung Jesus Christus zu bewegen.